Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Ja, es wird fleißig weitergebaut. Hoffe ich mal. Ja, sie sind alle schön beschäftigt. Oh, den Sammelauftrag kann ich wieder abbrechen, weil die Bäume hier sind alle gefällt. Ja. Sehr schön, Mauern werden platziert. Auch wenn sie ziemlich chaotisch platzieren. Ja, irgendwo mal so mittendrin einen Stein hinpflanzen, aber ist ja auch okay. Hauptsache, wir kriegen langsam unser Zeug hier fertig. Weil Steine haben wir mehr als genug gerade. Oh, der Steinbruch ist voll abgebaut. Ja. Also werden wir hier noch ein bisschen Bodenformung betreiben. Das war zu viel des Guten. So. Dann schnappen wir auch gleich mal dich. Lassen dich hier ein bisschen das Stückchen weg formen. So. Okay, da gibt es nichts mehr zum Wegbomben. Na, lassen wir das Stückchen so, wie es ist. Ist ja auch in Ordnung. Hauptsache Holz und Steine trudeln hier ein, damit weitergebaut werden kann. Und die Mauer ist auch schon mal ganz oben. Der Turm ist noch nicht auf seiner Höhe. Die Mauer fehlt noch ein bisschen. Der Turm fehlt noch ein bisschen. Und der wurde noch gleich angefangen. Auch nicht schlimm.
Jetzt haben wir sogar zwei Leute, die arbeitslos sind, weil an der Bodenformung nicht so viele arbeiten wollen. Oder im Bauauftrag schon die maximale Anzahl an Leuten arbeitet. Oh, sie bringen mal wieder Holz. Das ist gut. Ja, hier sind sie auch bald fertig mit den Brettern. Das ist gut. Wie sieht der Bauauftrag denn eigentlich aus? Ah, wir haben nur auf der Seite noch nicht weitergemacht. Das heißt, wir machen es erstmal so. Ups. Ein Doppel-Ups. So, und das Brett hier so. Und das so. Überkreuz. Gut. Ach, machen wir auch gleich den ganzen Rest. Die sind ja hier eh fast fertig. Es fehlen nur noch zwei Bretter. So. Ach so, die zwei, die nichts zu tun haben, also hier auf Idle sind, die sind mit Holz beschäftigt. Auch gut zu wissen. Ja, das ist auch etwas, was ein bisschen doof ist, muss ich sagen, wenn man sich so überlegt, dass Arbeiter, die in Workshops arbeiten, sage ich jetzt einfach mal, also ich bezeichne die Hackblöcke jetzt auch einfach mal als Workshop, dass die als Idle zählen. Kann mein Ziel nicht erreichen. Ah, dann pack das einfach dahin. Oh ja, der Turm hier ist jetzt auch auf der Höhe, die ich festgelegt habe. Also bisher, bis zu dem ich ihn geplant habe. Und da drüben haben sie noch nicht fertig gemacht. Ja, noch sollte hier genug Holz rumliegen, dass wir fertig bauen können. Jedenfalls die Plattform.
Hier sind sie auch bald fertig mit der Bodenformung. Das Treppchen kannst du mal abreißen. So, viel ist nicht mehr. Oh, er macht hier fertig, das ist gut. Die Mauer ist jetzt dann auch gleich fertig. Die Mauern sind alle fertig. Ja, okay, der hat seinen Stein zum Turm gebracht. Mal sehen, wo der seinen Stein hinbringt. Noch haben wir ja mehr als genug Steine gerade. Okay, die Bodenebenung ist fertig. Ja, so kann man das lassen, wenn man sich überlegt, hier war mal ein Berg. Oder ein Hügel. War hier auch mal einer. Aber jetzt entsteht hier unsere Burg. Ja, dass sie nichts zu tun haben, das werden wir auch demnächst ändern. Ich werde nämlich dann zwei Baustellen aufmachen. Sobald das hier alles fertig ist, wird die eine Baustelle die Türme bauen, die andere Baustelle die Mauern bauen. Aber dazu müssen erstmal die Holzplattformen auch ganz fertig sein. Die werden ja peu à peu. So, mit den Mauern dürften sie fertig sein fürs Erste. Jetzt fehlt wirklich nur noch das Holz für die Plattform. Und ich frage mich gerade wirklich, ob sie wirklich das als kürzesten Weg berechnen. Also hier hochgehen. Weil sie könnten auch hier rum und hier hochgehen. Aber wenn der Wegfinder sagt, das ist der kürzeste Weg, dann glaube ich dem einfach mal. Und ja, so viele Eidler zu haben, ist jetzt nicht gerade hilfreich, aber können wir jetzt gerade nicht viel dran ändern. Wobei, ich kann ja schon mal anfangen zu planen, stimmt. Bauauftrag. Ich hätte eigentlich gerne einen neuen... Achso, das ist ein neuer Bauauftrag. Gut. Setzen wir den erstmal auf 0. So, ich habe gesagt, ich hätte gerne Mauern. Hier. Überall. Ja, was sie mir noch machen können, sind hier die Teile in der Mitte.
Wo nachher die Treppe drauf kommt. Das habe ich auch nicht vergessen. Okay, das ist der erste Bauauftrag. Jetzt brauche ich noch einen neuen Bauauftrag. Nämlich für die Türme. So. Das kann ich jetzt hierhin bewegen, kann es kopieren. Wenn ich so drehe, passt es hier hin. Jetzt nochmal kopiere und zweimal drehe, passt es hier. Hierhin. Wenn ich es nochmal kopiere und dreimal drehe, passt es hierhin. Wenn ich es zurückbewege, passt es hierhin. Gut. Oh, und die Plattformen sind fast fertig. Das ist auch schön. Es fehlt nur noch ein Fitzelchen und dann sind die Plattformen fertig. Ah, sehr gut. Ich glaube langsam, die ganzen Dinger hier könnten wir leer lassen und bei Gelegenheit abreißen, weil die brauchen wir nicht mehr. Ich denke, wir kommen hier oben erstmal mit denen hier klar, was wir hier noch haben. Also auf denen allen wieder Steine platzieren. Und auf den beiden Ziegel platzieren. So. Okay. Bauplätze sind fertig. Also der Bauauftrag ist fertig, oder? Jo. Also können wir ihn abbrechen. Und können die Bauaufträge starten. Und du da, schnapp dir mal das Fitzelchenstein, was da rumliegt. Und bring's mal hier oben hin. So. Ganz ehrlich, du baue mal die Treppe hier ab. Ihr braucht nämlich keine Sau da. So, die bringen wieder Holz.
Ja, die dafür sorgt, dass hier die Felsen abgebaut werden.